Mann. Ich dachte echt, dass ich es diesmal schneller hinbekomme. Ich hatte es doch vorhin fast. Warum magst du das nicht mehr machen? Och, komm schon! Ich muss ja dann wahrscheinlich, ich muss halt dann beim letzten Sprung, darf ich nicht vergessen, nach vorne zu drücken. Ich glaube, da muss ich das dann machen. Aber vorhin habe ich das doch auch nicht gemacht. Ja, deswegen habe ich es halt auch nicht geschafft. Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch einfach nicht wahr sein! Wie soll man das denn schaffen? What the hell? Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Wie war ich denn da in dieser Position, dass ich mich da so krass gedreht hatte? Oh. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Oh, toll. Scheiße. Ich weiß schon nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, nee, ist klar. Sie kann da auch nicht. Ich dachte, ich kann es ja irgendwie noch so regulieren, dass sie auf der Sprungplattform landet, aber nö. Oder muss ich bei der letzten da einfach gucken, dass ich da nicht drauf lande, sondern dass ich da vorlande und dann nochmal neu Anlauf nehmen? Nee. Ach Gott. Ich sehe das schon kommen, dass ich das dann doch nicht mehr schaffe, den Level heute zu Ende zu spielen. Sie hat sie wieder verfehlt. Sie hat sie wieder verfehlt. Ich muss da eigentlich, muss ich da in der Ecke sein. Und dann quasi aus der Ecke heraus mich drehen. Forget it. Es kann nicht so kompliziert sein. Es kann nicht so kompliziert sein. Ich habe hier noch alles rausgekriegt bisher. Ja, okay, ich habe bei Tomb Raider 1 die komplette Lösung bemüht. Aber das hier, das habe ich schon zumindest schon mal rausgekriegt. Das weiß ich. Auch wenn es auch da lang gedauert hatte. Oder sollte ich doch nochmal versuchen, auf die andere Plattform zu gehen? Das schaffe ich nicht. Ich kann mich so nicht drehen. Und vorhin hat sie doch auch diesen zusätzlichen Sprung da nicht gemacht. Vielleicht muss ich doch versuchen, mich noch krasser zu drehen. Dass sie quasi. Ja, genau. Genau so. Ja, wenn ich es zu spät mache, dann landet sie halt auf der Plattform und springt wieder so komisch geradeaus. Und dann schaffe ich das auch nicht mehr. Nee.
have no idea what I'm doing. So, ja, scheiß auf das Zeitspiel. Wir müssen es jetzt ja erstmal lösen. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber so langsam hört es hier auf. Also, so langsam ist es hier nicht mehr feierlich. Dann muss ich bestimmt auch schon hier unten richtig positionieren. Was passiert eigentlich? Wird sie wahrscheinlich einfach nur nach oben hüpfen. Bam. Ja, ich wollte dich mal sterben sehen, Lara. Das ist ja so ein Anblick, den hatte ich jetzt so oft nicht. Ach Gott. Ich erinnere mich an dieses eine Sprungrätsel bei St. Francis Folly, wo ich auch irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich so oft rumprobiert, um an dieses zweite Geheimnis ranzukommen. Oder was das erste, ich weiß nicht mehr. Wie zur Hölle soll das gehen? Wie zur Hölle soll das gehen? Also wie gesagt, vorhin hatte ich es doch fast. Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe vorher beim Springen habe ich nichts weiter gedrückt. Und plötzlich ist sie da fast nach rechts komplett gesprungen. Ich habe das hier nur so ein bisschen rumjustiert. Nee. Oh Gott sei Dank muss ich jetzt nicht mehr über dieses Rad drüber springen. Oh Gott. Nee, es geht auch mit rückwärts nicht. Also da tut sich zumindest nichts. Kann ich im Springen quasi rückwärts gegensteuern? Geht es? Ja, im Springen. Nicht ganz am Anfang. Ich hatte ja dann... Nee, zumindest nicht so. Ich muss das... Irgendwie muss ich das schaffen, dass sie vorne auf dieser Plattform landet und nicht so weit hinten. Weil es dadurch macht sie diesen komplett Senkrechtsprung, weil sie halt diesen zweiten da auslöst. Das muss ich irgendwie verhindern. Sie macht aber auch nichts. Aber der war jetzt zumindest schon mal... Also ein bisschen was konnte ich ausgleichen. Der war jetzt zumindest schon mal kleiner. Der zweite Sprung. Nee, größer, so rum. Hat sie weiter hinaufgeführt. Moment mal. Was war das denn? Die CD hakt ein bisschen. Ich kann die Sprünge künstlich verlängern, indem ich sie zickzack springen lasse und nicht geradeaus. Und dann lande ich weiter hinten und dann muss ich das jetzt nur noch so machen, dass sie quasi dann... Wo muss sie dann landen? Versuchen wir es mal mit links hinten. Links... Der davor die Ecke rechts, der davor die Ecke links, ist der, den wir da jetzt sehen. Das heißt hier rechts, ja, passt. Aber auch nicht zu weit! Ja, daran habe ich nicht mehr gedacht, dass da irgendwann mal das Ding zu Ende ist. Dass ich auch nicht zu weit nach rechts darf. Das ist gemein, das ist gemein, das ist gemein. Wie hat sie das gemacht? Oh mein Gott. I don't care, I don't care.
was auch immer jetzt passiert, bitte nicht mehr runterfallen. Noch ist die Tür offen. Noch ist die Tür offen. Okay. Achso, ja, dann überspeichern wir das da. Und. Oh, wir haben genug Zeit. Wir haben es geschafft. Ja, genau. Das ist der finale Raum dieses Levels. Und der ist auch wieder ein bisschen komplexer, also sogar noch komplexer eigentlich als der andere Drachenraum, den wir schon kennen. So, ich gucke jetzt nur noch mal ganz vorsichtig, dass ich da jetzt nichts übersehen habe. Und dann beugte sie sich runter und fiel runter. Nee, nur der Adler ist runtergefallen. Okay. Oh Mann, ey. Oh Mann. Es ist aber auch echt ganz schön hoch. Geschleudert sind wir jetzt worden hier. Ah, ich kann wieder kein Deutsch mehr. So, da müssen wir einen Schlüssel reinstecken. Oh, super. Da kommen wir nicht so wirklich hin. Da kommen wir nicht hin. Tja, sieht wohl so aus, als müssten wir da erstmal durchrennen. Ist da irgendwas, was wir noch einsammeln könnten, was wir übersehen haben? Nee. Achso, So. Lassen uns hier nicht auf den letzten paar Metern noch den Spaß verderben. Ja, das hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Hi. Gut. Wie hoch geht's denn da? Okay. Gut, so hoch brauchen wir ja nicht. Glaube ich zumindest. Okay. Okay. So, dann jetzt nochmal speichern. Und nochmal laden. Okay, oh nein. Hier kommen wir doch bestimmt nicht rüber. Oder können wir uns hier hinten wieder hochziehen? Ist hier hinten wieder eine Gerade? Ah, sieht nicht so aus. Nein, wir haben verloren. Tja, schade aber auch. Ja, an dieser Stelle, wenn man jetzt hier speichert, hat man das Spiel verkackt.
Also ich glaube nämlich nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, diese Wand da wieder zu resetten, dass man da quasi wieder auf die andere Seite kommt. Tja, das war jetzt blöd von mir. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ich bin ja so ein Speicherfreak. Sowas passiert mir in der Regel nicht. Wo müssen wir hin? Oh Gott. Oh Gott. Ich möchte erst mal gucken, was passiert, wenn wir in das Loch dort vorne gehen und nicht an die Leiter gleich ranspringen. Obwohl, ich kann mich doch hier bestimmt hochziehen. Oh. Oh. Well. Au. Ah. Okay, wir müssen uns an die Leiter rankommen. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, das war so klar. Okay. Schön im großen Abstand von dieser Stachelwand. Kann ich hier stehen? Oh, Gott sei Dank. Oh. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, hier gibt es jetzt keine fiesen Gegner mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Gut.